Mich freut es, ja. Mhm. Abschlussfrage, Frau Klawischnik, sollte es dennoch nicht klappen mit dem Regieren? Mhm. Werden Sie dann, also planmäßig, die Wahl wäre 2018, werden wir dann Eva Klawischnik als Parteichefin und Clubobfrau weiterhin im Parlament sehen? Ja, ich denke schon, ja. Also da machen Sie weiter, auch in der Opposition? Ja, ich meine, wie gesagt, man kann auch aus der Opposition heraus auch bei Lösungen was beitragen. Und die Länder sind mir auch sehr wichtig, die Bundesländer, dass diese Projekte auch in ihrer ganzen Vielfalt auch weiter erfolgreich arbeiten können. Ja. Ist das Ziel dann, Alexander Van der Bellen als längst dienenden grünen Chef abzulösen? Der war es 11 Jahre lang. Sie sind er war es 11 Jahre lang. Das, ja. Also solange ich die Unterstützung habe und dafür ich viel, viel positiven Rückenwind, möchte ich es jetzt mal machen. Ja.